In dieser Prüfung, deinem Ergebnis in Höhe von 7,5 für den Reit- und Fahrverein Zieten, ist Viola, geritten von Laura Gerke. Herzlichen Glückwunsch! Und für Sie jetzt Gratulation durch die Mitglieder der Jury, Frau Dr. Sonja Steves, Überreichung der Goldschleife für den Sieg. Es gratuliert für den gastgebenden Reitverein Frau Jenny Trost und wir freuen uns für die LVM-Versicherungen in Schaphüsen und begrüßen Frau Karin Graf. Herzlichen Dank für die Unterstützung in dieser Prüfung. Der zweite Rang, da geht ein Ergebnis in Höhe von 7,2 an Charlie Brown, den Reitgemeinschaft Hübeck, Grefrath und Sophie Münnich. Und Dolly Deluxe auf Platz 4, die Reiterin Antonia Davis. Fünf platziert ist hier der Pony Reit- und Fahrclub Krefeld mit Mechthild und Nora Engel im Sattel. Auf dem abschließenden sechsten Platz zwei Reiterinnen, ein Ergebnis in Höhe von 6,6. Einmal der Reitenfahrverein Hubertus Anrad Nersen mit Valentina Luisa Maria Schulz und der Reitverein Jan von Wert Holzbüttgen Guardian Angel und Marlina Steingart. Herzliche Glückwünsche. Schleifen, Ehrenpreise und Glückwünsche sind verteilt. Wir gratulieren noch einmal ganz herzlich Laura Gerke zum Sieg und bitten bei Tönen der Musik abzubrechen zur Ehrenrunde.
Esmee. Na super, gut, dass wir hier mal nachfragen können. Der Reit- und Fahrverein Hülz mit Vera Britz und der Läufer ist Simon Britz, steht schon in der Startbox. Dann kann's losgehen. Sabine Stronke. Willkommen zu einer Siegerehrung und Platzierung in Jump and Run, Preis der Firma Otto Pegels GmbH und Co. KG. Gemeinsamem Zeitspringen von Reiterin und Läuferin bzw. Läufer samt Pferd gewinnen. Diese Prüfung in einer Superzeit von 56,40 Sekunden. Renesmi, das ist das Pferd. Die Reiterin Vera Britz, der Läufer Simon Britz. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Und es gibt die Schleife, die Goldschleife in Anerkennung dieser sportlichen Leistung durch Antje Sander und Britta Schulze als amtierendes Richtergremium in dieser Prüfung. Gratulationen durch den Veranstalter und Ehrenpreise. Danke nochmal an den Sponsor, die Otto Pegels GmbH und Co. KG. Auf dem zweiten Rang vom Reitverein Bayer Uerdingen, die Reiterin Laura Nahmer und die Läuferin Antonia Diekmann. Ihre Zeit ganz, ganz unwesentlich kürzer, länger natürlich, 60,74 Sekunden. Der dritte Rang, der geht an den Pony Reit- und Fahrclub Krefeld, Johanna Galz, Guns N' Roses, ihr Pferd und Sabine Strompen.
Und auf dem vierten Rang Elisa Scheible mit Cavaluna und die Läuferin ist Caroline Zimmermann. Ja, wir bedanken uns nochmal bei allen Teilnehmern für diese sehr unterhaltsame Prüfung. Gratulieren ganz herzlich dem Siegerpaar, sozusagen der Familie, stimmt das überhaupt? Jawohl, der Familie Britz vermutlich. Herzlichen Glückwunsch und ebenso herzlichen Glückwunsch an alle weiteren Platzierten. Und wir bitten natürlich und freuen uns schon darauf, bei Ertönen der Musik zur Ehrenrunde abzubrechen. Ein bisschen Vorsicht bitte die Läufer, aber gerne vielleicht anschließen an die Pferde, denn ohne Mitlauf bei der Ehrenrunde wird die Platzierung aberkannt. Also Ehrenpreise abgeben, Pferde bereit machen und dann die Läufer hinterher. Bei Ertönen der Musik geht's auf zur Ehrenrunde unter Ihrem Applaus. Und die Siegerin und die Platzierten. Dressurprüfung der Klasse M mit einem Stern um den Preis der Sparkasse Krefeld. Die Siegerin im Preis der Sparkasse Krefeld mit einem Ergebnis in Höhe von 8,4 für den Lenzenhof aus Krefeld mit Felin ist Manuela Heim. Herzlichen Glückwunsch! Und in Anerkennung dieser sportlichen Leistung erhält sie nun die Goldschleife aus der Hand von Herrn Rolf Ratzowait in Vertretung der amtierenden Richtergruppe. Gratulationen durch den gastgebenden Verein, durch Herrn Erwin Golumbeck. Und in Vertretung der Sparkasse Krefeld, Frau Elke Nellissen. Der zweite Rang, der geht an den Reit- und Fahrverein Hülz, an Rubin und Julia Günther. Reitverein St. Georg Krefeld-Fährberg auf dem dritten Rang vertreten mit Flashlight und Katrin Peikert.
Düsseldorf, der Reitclub Hofgarten, Kulump und Henrike Rittershaus. Fünft platziert für den Neuss-Grefrather Reitclub Franz von Fiedertanz. Die Reiterin ist Stefanie Fries. Der geteilte sechste Platz, die Reiterfreunde Luisenhof von 2002, Golden Moon P und Lena Backes, sowie der Reitverein Kattenforst, Hamminkeln, Töven, Lafayette und Isabel Teröde. Auf den weiteren Plätzen folgen Lena Backes mit Sunny Day, Yvonne Fischer mit Funny Rose, Selina Gedrat mit Chicoco, Gabriele Dammann mit Dajila und Yvonne Fassbender mit Livestream. Noch einmal der Sparkasse Krefeld für die Übernahme dieser Prüfung. Unsere ganz herzlichen Glückwünsche an die Siegerin Manuela Hein mit Feline und als besondere Ehrung für das Ende der Hülser Reitertage in der Dressur heute Live-Musik zur Ehrenrunde. Auf geht's bei Ertönen der Musik unter Ihrem Applaus.